Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Stony Let's Play bei Sim Companies. Ihr seht schon, ich habe hier eine komplett neue Karte. Das ist der Realm 1, die Magnate, wo ich meinen Account tatsächlich zurückgesetzt habe. Ich werde es jetzt nochmal tun, weil der Start nicht ganz optimal war, wie es hätte sein sollen. Ja, wieso? Ich will einfach die Challenge doch noch spielen. Das Ganze, einfach zu spielen, ohne irgendwas zu produzieren. Jetzt muss ich hier Magnate eintippen, damit das überhaupt funktioniert mit dem Zurücksetzen. Ich setze jetzt den Account nochmal zurück. Genau, ich will nichts produzieren. Ich werde trotzdem vielleicht die Produktion starten, um die Sim-Boosts abzugreifen, aber dann einfach abbrechen. So, jetzt sind wir neu gestartet. Also, Tutorial abgeschlossen, das ist schon mal sehr schön. Das gibt schon mal richtig schön Geld. Und heutige Anmeldung haben wir geschafft. Ja, das hier kann uns eigentlich egal sein. Hilfe ablehnen, ich komme zurecht. Jetzt schauen wir mal, ob es verschwindet. Nee, noch nicht ganz. Machen wir das mit Äpfel? Nee. Wir gehen erstmal in die Warenbörse und gehen einkaufen. Mit was machen wir das? Wasser? Wasser ist immer so eine Sache. Ja, wir verkaufen erstmal unser Wasser. Verkaufen wir in der Warenbörse. Energie können wir genauso machen. 0,258. So, wir haben zwei Bauplätze. Das wird aber nicht reichen, um Level 5 zu erreichen. Wir werden nämlich bauen, werden wir, um über die Level zu schaffen. Nur, wenn wir das mit Plantagen machen, die brauchen eine Stunde, das gibt irgendwie 36,5, so um die 70 Erfahrung. Damit komme ich nicht auf Level 5 und kann nicht abreißen und neu bauen. Und erweitern bringt keine Erfahrung und sonst bringt nur Erfahrung, wenn irgendwas läuft. Das heißt, das funktioniert so nicht. Ja, das ist natürlich nicht ganz so geschickt. So, da haben wir schon die ersten Sachen verkauft. Bekommen auch schon die Achievements. Gut geschrieben sind sie noch nicht ganz. So, jetzt, ne? Jetzt können wir natürlich kurz nachschauen, der Buchhaltung, was wir verkauft haben. Der Wasserauftrag. Dann könnten wir entsprechend Wasser kaufen. Wir können 50.000 vermutlich kaufen. Und dann geht es auch gleich wieder in die Börse. 0,364. Das wisst ihr ja, das ist die Methode, wie man die Achievements einfach kurz abgreift, um das Geld zu vermehren. Was wir bauen werden, sind eben nicht die ganz einfachen Dinge, sondern wir werden Baumärkte bauen. Die brauchen 4 Stunden, das sollte dann reichen. 10.000 durch Verkäufe an der Warenbörse, 25.000, das sollte reichen. Errungenschaften. Arbeiter beschäftigen wir natürlich noch nicht genug. Baue 3 Gebäude würde auch nochmal 4.500 geben. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Aber wir werden jetzt, glaube ich, erst nochmal kaufen und verkaufen. Also. Gehen wir nochmal an den Markt. Machen dasselbe nochmal. Ja, 100.000 sind zu viel, machen wir nochmal 50.000. Und die können wir gleich so.
Hier kommt schon der Personal Assistant. Genau, das ist ja nicht von dir zu sagen. Wir werden dann irgendwann noch die Chaträume aktivieren. Gehen wir schon mal dazu. Was brauchen wir? Der englische Games-Chat brauchen wir nicht. Sales, Aerospace, Sales macht natürlich Sinn. Und ich glaube, die deutsche Spielthema werden wir noch nehmen. Deutscher Handel, Hilfe ist eigentlich eher unrelevant. Aktivieren wir das so. Update. Und Karte. Und wir sind ins Käuferdorf, haben nochmal 5.000 € bekommen. Der Verkauf vom Wasser lässt natürlich noch ein bisschen auf sich warten. Weil da gerade relativ viel vorne dran stand, aber es geht schon. Schon ist weg. So. Eigentlich kann das Geld fast schon reichen, um. Ja, die Frachteinheiten brauchen wir eventuell noch, deswegen lasse ich die erstmal noch da. Um eben einen Baumarkt zu bauen, der 4 Stunden baut, beziehungsweise 1 Stunde 20 dann, weil wir dreifache Geschwindigkeit noch haben. Das sollte dann reichen, um genug Erfahrung zu bekommen, um Level 5 zu erreichen. Und damit können wir dann eben entsprechend auch Gebäude wieder abreißen und somit unsere Level schaffen, sodass wir auch genug Quests bekommen. Die Quests können wir natürlich auch abarbeiten. Da gibt es Geld dafür. Es scheint so, dass würde das gerade reichen. Dann bauen wir den schon mal. 1 Stunde 20, das ist über das Ziel. Das letzte Mal habe ich nämlich die Geschäfte bzw. die Plantage anwerfen müssen, um überhaupt was zu machen. So, dann gehen wir gerade noch mal in den Markt rein. Eigentlich sollte es jetzt verkauft sein. Ja, wir kaufen einfach einen Apfel. Nicht, weil es sich lohnt, einen Apfel zu kaufen, sondern weil ich einen Apfel in den Verkauf reinwerfe. Da können wir ruhig auch alle. Wir können den natürlich für 5 € verkaufen. So, den brechen wir auch gleich wieder ab. Das ging nur darum, hier den Produktion Einzelhandel zu starten und die 5 Symbols zu bekommen. Wie gesagt, wir wollen nicht wirklich produzieren, wir wollen eigentlich nur handeln. Level 5 schaltet dann auch die Börse frei, sodass wir dann direkt handeln können. Wir haben um die 30.000 Geld schon. Wir können mal in die Errungenschaften reingehen. Wir haben auch dieses Gebäude-Errungenschaft jetzt. Damit haben wir nochmal ein bisschen Geld. Das reicht eigentlich jetzt auch schon, um noch ein weiteres Gebäude zu bauen. Die Frage ist, wollen wir das? Wir müssen irgendwann ein Gebäude bauen für die Errungenschaften noch. Was haben wir noch ausstehen? 400 Arbeiter gibt 4.000. Das macht dann schon Sinn. Wir könnten aber auch einfach nochmal weiter verkaufen, kaufen und verkaufen, bis wir hier die 100.000 voll haben. Das macht vermutlich am meisten Sinn. Ja, Äpfel werden wir nicht kaufen und verkaufen, sondern wie gesagt Wasser, weil wir da mindestens keine, wie heißt es gleich, Frachteinheiten brauchen. Strom wäre noch die Alternative. Dann können wir es mindestens gleich schon mal für 0,365 einstellen. 6,4 natürlich wollen wir unterbieten. Ja, das ist, wie es dann abläuft. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis wir das komplett durch haben.
Wie sieht es denn am Strommarkt aus? Da, das hat jede Menge Strom vorne dran. Wir aktualisieren nochmal. Scheint sonst wieder jemand eine Order davor gesetzt, aber wir gehen wieder aufs Wasser. Wasser gefällt mir hier in dem Zusammenhang. So, und da schon wieder Wasser weg. Errungenschaften, das geht ja relativ flott. Wir haben jetzt schon 50 und 65.000. Gehen wir nochmal auf den Markt. Aktualisieren nochmal. Ja, wir sind immer noch die günstigsten. Wir könnten immer noch Strom anschauen. Oder über Forschung wäre noch eine Möglichkeit. Aber Forschung geht halt wesentlich langsamer normalerweise. Luft- und Raumfahrtforschung wäre vielleicht eine ganz interessante Sache an sich, damit zu handeln. Oder halt irgendwas, was nur sehr sporadisch gekauft wird. Aber ich glaube, mit Wasser sind wir eigentlich ganz gut beraten, weil das brauchen alle Leute, die starten. Laden wir nochmal neu. Ist wieder was verkauft worden, allerdings nicht viel. Mir würde es ja auch gefallen, wenn jemand nochmal was davor setzt, dann kann ich einfach was wegkaufen. Aber diesen Gefallen tut mir gerade auch niemand. Sondern es wird einfach Stückchen für Stückchen ein bisschen was gekauft. Ja. Energie sieht immer noch ähnlich aus wie gerade eben. Die vordere Order wurde weggekauft. Wir könnten jetzt mit Q1 natürlich auch nach da oben gehen. Könnten natürlich auch qualitätsmäßig nach oben gehen. Ne, wir können hier gar keine Qualität filtern. Interessant. Das wusste ich auch nicht, dass man das als Level 0 noch nicht kann. Vermutlich zum Schutze der Spieler. Hat dann eine schöne Order hinter dran gepflanzt. Ich hoffe einfach, dass es jetzt langsam abverkauft. Bei der Energie wäre es einfach cool, wenn jetzt irgendwie jemand was komplett günstig reinstellt. Bei BG scheint ähnliche Dinge vorzuhaben wie wir selber. Der Strom verkauft er nämlich auch. Wo ist BG? Keine Ahnung. Der scheint einfach komische Sachen zu machen. Scheint nicht wirklich so, als würde er das wirklich fürs Achievement machen. Aber wir können ja mal schauen. Vielleicht ist jetzt schon alles verkauft. Ja, zumindest das Wasser ist jetzt verkauft. So, aber der Wasserpreis ist natürlich jetzt nicht optimal, um da einfach wieder reinzukaufen. Egal, wir setzen es einfach trotzdem davor. 0,363 verkaufen wir an der Warenbörse. Gehen wir in die Buchhaltung mal rein. Errungenschaften müssen wir jetzt fast schon haben. 83.240, da fehlt nochmal viel fürs Kaufen. Die Verkäufe, da fehlt jetzt halt noch ein bisschen mehr, weil wir ein bisschen was gekauft haben, um den Baumarkt schon mal zu machen. Aber eigentlich müsste der Baumarkt alleine schon reichen. Wir bauen noch einen zweiten Sicherheitshalber hinterher, dass wir auf jeden Fall Level 5 erreichen. Und dann werden wir auch weiter Baumärkte bauen, um einfach das Level zu pushen. Beziehungsweise irgendwann werden wir dann vielleicht auf Minen umsteigen. Die sind einfach nur ja, teurer von den Bauteilen her.
Wie gesagt, das Problem, dass wir am Anfang mal Bauprojekte bauen müssen, ist, weil wir haben nur zwei Bauplätze und wir können im Moment noch gar nicht abreißen. Sprich, wir müssen erst mal schauen, dass wir das schaffen. So. Aktualisieren wir nochmal. Gehen nochmal in die Warenbörse rein. Unicorns hat sich hinter dran gesetzt. Läuft ja prima. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir die Errungenschaften noch komplett fertig machen. 400 Arbeiter würden auch nochmal über 4000 bringen. Das wäre, wenn ich den vierten Bauplatz voll baue. Dann gäbe es natürlich noch den Arbeitgeber. Oh, das habe ich das letzte Mal versehentlich quasi gemacht, weil es über die. Ich habe damals tatsächlich die Plantage ausgebaut und das hat natürlich dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich auf 800 Mitarbeiter sogar hochkam. Das weiß ich nicht, ich wollte eigentlich die Errungenschaften. Und ja, 5 Gebäude, das wäre dann ab Level 5. Führungskräfte werden wir nicht einstellen, beziehungsweise doch, Führungskräfte werden wir einstellen, aber vermutlich nur sehr spät und dann nur für unser ja, CFOs, damit wir genug Bargeld halten können. Aber dahin ist noch ein weiter Weg, dafür müssen wir erstmal 300, 3 Millionen Bargeld haben und so schnell wird es nicht der Fall sein. Qualitätsstufe 1, ja, Führungskräftetraining, das ist alles sehr, sehr weit hinter. Schürfer, das werden wir sicher machen, weil bauen können wir ja. Wir werden auch 100% Minen neu bauen, das tut natürlich weh. Ich würde sie natürlich gerne auch weiterverkaufen, aber dann hätten wir ja schon was produziert quasi. Ja. 5 Gebäude, das wäre auch auf Level 5 dann. Schauen wir nochmal, was der Markt macht. Scheint gut zu sein, was der Markt macht. Und wir kaufen nochmal die 50.000. Ja, ihr merkt schon, wir verlieren dabei ein bisschen Geld. Warum machen wir es trotzdem? Um eben das Achievement abzugreifen und entsprechend schneller starten zu können. So, da haben wir das Käufer-Achievement. Jetzt können wir hier nochmal einen Baumarkt hinsetzen und ein paar Stunden, ja, einer Stunde 20, um genau zu sein, werden wir Level 5 erreicht haben. Wir haben jetzt auch noch ein Achievement erreicht, nämlich die 400 Arbeiter. Okay, die kommen nicht immer, die Errungenschaften. Aber jetzt müsste es kommen, wenn man einmal auf die Seite geht. Das ist so der kleine Trick. So, nochmal 400, 4000 Geld eingeheimst. So geht das. Wir haben jetzt schon zwei Baumärkte am Bauen. Wir haben ein Lebensmittelgeschäft, eine Plantage. Das wird natürlich noch alles abgerissen und gegen Baumärkte ausgetauscht, weil die Baumärkte einfach länger bauen. Ja. Und damit, ja gut, ich kann natürlich auch alle 20 Minuten Plantagen bauen, aber das ist natürlich sehr ineffizient. Für die Baumärkte brauche ich doppelt so viele Bauteile, also doppelt so viel Baumaterial insgesamt, aber sie bauen viermal so lang. Das ist das Effizienteste, wenn man bauteilmäßig knapp dran ist. Sonst die Baumärkte später werden wir dann vermutlich einfach für die am längsten brauchenden Gebäude irgendwann ja, auf die gehen. Ja, vielleicht werden wir zwischendrin auch mal noch alles auf Plantagen Level 2 umstellen, um vielleicht noch so ein Arbeitnehmer-Dings abzugreifen, eine Errungenschaft. Aber soweit, so gut. So sieht's aus. Ich muss jetzt erstmal eine Stunde 20 warten, damit wir, ja, eine gute Stunde, damit wir die Errungenschaft abgreifen können. Das war's und ich hoffe, es wird einfach irgendwie ein interessantes Experiment, wo wir nur mit Handel ganz, ganz groß werden. Ich hoffe, dass wir irgendwie die 100 Millionen oder so knacken werden damit. Es wird definitiv ein sehr, sehr interessantes Experiment. Wir werden natürlich viel, viel Reselling betreiben, nicht unbedingt über den Markt, sondern eher, ja, ihr wisst, wie man Reselling betreibt, also vermutlich im Aerospace-Bereich und dann zwei, drei
Car jeweils an Handelsspanne reinhauen. Ich werde vermutlich mit Kleinflugzeuge oder Satelliten anfangen. Da werden wir am Anfang natürlich noch ein, zwei kaufen können. Ja, die beiden Errungenschaften, die wir gerade noch angepeilt haben, wisst ihr ja, die geben auch noch mal ein klein wenig Geld. Ja, wir haben schon wieder verkauft. Jetzt haben wir 92.000. Das heißt, wir brauchen noch 8, 9.000. Das müssten sowas wie 25.000 Wasser sein. Nummer 20.000. Ne, wir brauchen schon die 25.000. Das sind die 9.000. Und dann setzen wir sie auch gleich schon wieder rein. 0,363. Und da sind sie wieder. Das heißt, wir haben gleich die Errungenschaft noch, dann haben wir nochmal 20.000 Euro mehr zur Verfügung. Da hat jemand besseres Wasser davor gestellt. Allerdings sehe ich Q1 Wasser bei 3,69. Das reicht schon fast, um die Marktgebühr zu decken. Ich brauche 10 Cent. Ah, schade. Schade. Es geht alles erst, wenn man eben über Verträge handeln kann, dann kann man das so solche Dinge vielleicht auch machen. Ja, wir können mal in die Chats reinschauen. Ja, wir müssen erstmal noch die Regeln akzeptieren. Ich hoffe, die kennt ihr. Ich werde mich jetzt hier nicht großartig bewegen. So. So, dann werde ich einfach das Video jetzt beenden. Beziehungsweise vielleicht warten wir gerade noch auf das Achievement. Nein, das möchte er nicht. Das möchte er nicht. Tja. Ja, ihr wisst, ich bekomme dann mal 20.000 für dieses Achievement, für die Errungenschaft und dann haben wir entsprechend das auch noch. Und dann wird es fröhlich weiter ins Bauen gehen, beziehungsweise nee, nicht bauen. In dem Fall mit den 20.000 sollten wir dann Geld genug haben, um uns das erste Kleinflugzeug leisten zu können, dass wir dann ins Reselling gehen oder wir handeln einfach erstmal über Verträge, irgend sowas wie Wasser oder Strom. Das macht natürlich auch Spaß. Natürlich wäre es klüger, wenn wir irgendwie Gebäude dafür auch stehen hätten, damit es ein bisschen so aussieht, als würden wir sowas machen können. Aber ja, vielleicht bauen wir die auch noch irgendwann hin, um alibimäßig was zu haben. Aber jeder weiß ja, wir heißen Warenhandels AG und damit der Name ist selbsterklärend. Warenhandel, nicht ohne AG, egal. Damit sollte das eigentlich selbsterklärend sein, dass wir das tun, was unser Name sagt, nämlich handeln. Ja, okay. Bis bald. Ich hoffe, es wird ein interessantes Experiment für euch und bitte entschuldigt, das ist das erste Video, wo ich meine gute alte Backyard Space platt gemacht habe, vermutlich nicht veröffentlichte werden. Das war nämlich irgendwie 50 Minuten am Stück mit meinem Gelaber und inhaltlich war da jetzt nicht so viel drauf, abgesehen davon, dass ich es verhauen habe, es komplett ohne Handeln zu machen, ohne, nicht ohne Handeln, sondern komplett ohne Produktion und Verkauf. So, also. Bis dann. Oh, ich sehe gerade, es hat geklappt. Wir haben die Lieferanten in Achievement doch noch mitgenommen. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.